Und direkt geht's weiter mit noch einer Runde Mechabellum. Es macht so Bock im Moment. Deshalb nehme ich einfach noch eine Runde auf. Eine nach der anderen. Läuft auch gerade so gut. Dreier-Siegesserie. Schauen wir mal, ob wir das erweitern können. Was haben wir denn hier für Starter? Gefällt mir irgendwie alles nicht so. Ich glaube, ich nehme den Rhino-Spezialist. Hier mit Stormcaller und Crawler. Oder den vielleicht hier. Ja, nee, komm. Machen wir mal so. War jetzt alles nicht so das Wahre irgendwie. Da ist das noch das Beste, denke ich mal. Aber ich bin auch kein Experte. Der andere Spieler braucht anscheinend noch ein bisschen. Irgendwie. Jetzt, okay. Was hat er denn? Er hat Fangs und auch Stormcaller. Und Giant Units kosten keine Supplies. Okay. Das ist ja toll. Was mache ich denn gegen seine Stormcaller? Die Crawler sind eigentlich schon mal ganz gut. Wie wäre es denn so? Sledgehammer wären geil, aber die kosten zu viel. Sniper bringt eigentlich nichts. Ja, ist doch alles blöd. Arclight. Ja, keine Ahnung. Ist zumindest gegen die Fangs ganz gut. Eins hätte wahrscheinlich gereicht. Aber naja, schauen wir mal. So, und wie mache ich das? Ah. Soll ich die so aufstellen? Nee. Ja, ist jetzt leicht versetzt, aber egal. Passt schon. Okay, meine ballern direkt rein. Sieht schon mal ganz cool aus. Der kriegt es direkt ab hier. Der hat es hinter sich gleich. Ha? Oder auch nicht. Ich muss noch ein bisschen mehr ablenken mit den Crawlern vielleicht. Vielleicht setze ich hier ein paar vorne in die Mitte hin oder so. Oder links und rechts. Oh, ich glaube, er gewinnt es noch. Ja. Ist die erste Runde verloren. Aber das heißt noch lange nichts. Scorpion, drei Sniper. Fire Badger. Oh. Was hat. Ich glaube, ich nehme den Scorpion. Probieren wir mal. Dann setze ich ein paar Crawler. Hier vorne hin. So. Okay. Und dann für 200. Was hole ich für 200? Da kann ich gar nichts holen. Nichts Neues zumindest. Er könnte vielleicht schon mit dem Giant um die Ecke kommen, habe ich ja jetzt in der.
Eine Runde gelernt letztes Mal. Ich hole mir noch ein Fangs in Kacke. Komm. Noch ein Arclight hier. Das geht direkt drauf. Ein Schild. Nein, ich war zu langsam. Egal. Haben wir 100 nächste Runde. Mehr. Er hat auch ein paar Crawler in die Mitte gepackt. Na toll. Alles ballert in die Mitte. Aber es reicht, dass das Arclight nicht direkt drauf geht. Und ein bisschen drauf halten kann. Er hat die Mustangs mitgenommen. Die werden es natürlich nicht lange machen hier. Aber jetzt meine Arclights auch nicht mehr. Scorpion hält ein bisschen mehr aus. Aber auch der wird auf Dauer gegen die Stormcaller ablosen. Oh, so ein Sandwurm wäre gut. Kann ich den einfach so kaufen oder kriege ich den nur zufällig? Muss ich mal schauen. Oh, wir haben gewonnen. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Okay, elektromagnetisches Feld. Hat er irgendwas an Fähigkeiten? Oh, hier ballert so die Sonne rein, gerade. Kann gar nichts mehr erkennen. Schnell mal den Vorhang zugemacht. So. Nee, der hat keine besonderen Fähigkeiten. Wespenschwarm. Oh, Wespenschwarm wird dem auf den Sack gehen. Ja, wobei der Mustangs. Ja, komm, ich mache jetzt einfach den Wespenschwarm, der nervt rum. Mach ich hier in die Mitte. Nee, ein bisschen weiter vorne. So. Und hole ich mir Sledgehammer. Wahrscheinlich hätte ich die schon viel früher gebraucht. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch so gut sind. Ich mache die auch mal so. Okay, die könnte ich natürlich upgraden hier. Arclight, soll ich die auch mal upgraden? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder ich hole hier Angriff für alle, Verteidigung für alle, sowas. Angriff. Und dann schauen wir mal. Hat er jetzt einen Giant? Nee. Ich glaube, er hat vergessen, was seine Fähigkeit ist. Vielleicht auch mal noch einen Skorpion holen. Der hat sich ja doch. Ja, wobei. Der viel gemacht. Eigentlich ist er nur schnell gestorben. Ja, die Mustangs, die machen halt den kleinen Scheiß gut weg. Ich brauche irgendwas, was die Mustangs gut wegmacht. Das wäre dann doch wieder der Skorpion. Vielleicht müsste ich bei dem die Reichweite noch erhöhen. Was hat der für eine Range? 100. Und die Stormcaller 180. Und er kann es nochmal um 40 erweitern. Wir können es auch nur um 40 erweitern. Wir könnten Rüstung bei ihm holen. Okay, sorry, ich wurde gerade angerufen. Da spreche ich jetzt vielleicht hinterher was rein. Den Rhino habe ich völlig vergessen, dass der kommt. Bringe ich den jetzt hier so von der Seite dreckig rein? Geht nicht so wirklich, ne? Kann ich den direkt auf die Leute schicken? Komm, ich hol mir das. Ich gehe jetzt voll Rhino. Rein mit dem Rhino. Kriegt er den Amplifying Core? Nee, komm, das ist Verschwendung. Den hebe ich mir noch auf. Wenn ich dann mit der nächsten Runde mit den Overlords komme. Haben sich die Panzer gut geschlagen? Eigentlich schon, ne? Hol ich mal noch ein paar. So. Und hier. Boom. Eine Bombe. Oh, ich hätte noch was anlocken können.
Naja, egal. Jetzt ist es zu spät mal wieder. Das mit den Rhinos ist wahrscheinlich Bullshit, aber wir gucken mal. Vielleicht passt's ja. Oh, er hat Phönixe und eine Rakete. Ja, der stirbt natürlich direkt. Der jetzt wahrscheinlich auch. Ah, wobei, der macht ein bisschen was weg. Oh, die Phönixe bei uns auch. Nee, das wird nichts diese Runde. Okay, was mache ich gegen seine Phönixe? Jump Driver dann nicht. Also er kann die nicht mehr umsetzen. Außer er verkauft sie halt. Ja, ein paar Mustangs und dann ist es gut, aber Mustangs sind halt eigentlich nicht so geil, ne? Bei ihm funktioniert es, aber vielleicht sind die mittlerweile besser, ich weiß es nicht. Ich schaue gerade mal. Oh, hole ich den? Ja, komm. Jetzt habe ich nicht wirklich geguckt, was der Rest war, aber. Der hier lenkt hier jetzt so ab. Dann hole ich hier Field Recovery. Und hole den da zurück. Was mache ich jetzt gegen den? Ich hole mir einen Overlord. Boom. Der die weghaut. Zusammen mit den Fangs hier. Und dann will ich noch mehr Einheiten. Und will noch ein paar Fangs hier platzieren, weil der da jetzt wahrscheinlich auch mit welchen kommt. Dann kann ich den hier erhöhen. Der hier kriegt noch einen Angriffsbuff. 50 haben wir noch. Die Crawler vielleicht. Oder hier so eine. Ja, hier, komm. Schauen wir mal. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, die werden uns jetzt ziemlich zerstören. Oh je, Mine, ich weiß überhaupt nicht, was man gegen die machen kann. Ich guck mal, ob ich da. Na. Fliegen, das sind wahrscheinlich gut, aber. Wenn die unterirdisch sind, können die halt auch nicht treffen. Jetzt kommen die hier an und machen alles kaputt bei mir. Na toll. Dabei wollte ich doch die Sandwürmer vorhin holen. Mist. Die sind wirklich effektiv, die Dinger. Sabertooth sind natürlich geil. Level 5 ist halt krass, ne? Hol ich mal. Hier, dann, will ich noch ein paar Crawler, die hier reinrennen. Hier noch ein Overlord für die Würmer. Und na. Hier noch eine Einheit mehr. Noch ein Overlord. Auch für die Würmer. Hier, okay. 200 habe ich noch. Was kann ich damit machen? Field Recovery. Soll ich den Rhino holen? Nee, mache ich mal noch nicht.
Oh, Mist, die Zeit läuft. Ich mache hier ein Schild und Verteidigung, keine Ahnung, Kurzschlussreaktion. Musste mich beeilen. Oh Gott, Melting Points. Ja, okay, der Overlord macht die gut fertig. Man muss die halt nur mit irgendeinem kleinen Scheiß draußen halten. Aber jetzt kommen hier halt die Dinger und machen alles platt. Der Rhino war schnell weg. Ich glaube, den kann ich doch verkaufen. Oh, der hier. Ich könnte den halt einfach verkaufen, dann hab. So, mein Speicher war gerade voll und deshalb wurde die Aufnahme abgebrochen. Wir haben die letzte Runde gewonnen. Ich muss mich jetzt aber beeilen, weil natürlich. So, hier. Ich habe jetzt natürlich die Fähigkeit zu sprechen verloren. Nein, ich habe jetzt natürlich das Problem, dass ich mich beeilen muss. Will ich die upgraden? Ich weiß es noch gar nicht. Kann ich noch. Ich kann noch so viel machen. Ich habe so viel Geld. Mass Recruitment. Ich hole noch einen Overlord. Ich platziere den hier. Und ich grade den ab hier. Keine Ahnung. Kann ich nochmal. Komm, ich hole nochmal 200 und mache. Fuck. Das war zu langsam. Ich hätte erst auf die Uhr gucken sollen oder es einfach lassen. Boah, der Strahl ist übel. Scorpion geht auch weg. Boom. Die haben gar keine Chance mehr da hinten, die Würmer. Vielleicht hat er auch einen verkauft. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. 4 Melting Points. Ja, da war Mutterschiff auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das hier wurde weggehauen. Dann hole ich im nächsten Ding die. Den Schild wieder für die Wespen. Oh, er hat bei mir auch eins zerstört. Was hat er denn jetzt gemacht? Wie hat er den jetzt gewonnen? Okay, krass. Sledgehammer mit mehr Reichweite, aber sind dann schwächer. Ich finde es irgendwie alles blöd. Will ich irgendwas umbewegen? Ja. Weiter nach hinten. So. Dann hole ich bei denen hier Jump Drive und komme jetzt hier an. Boom. Einer muss dort bleiben für den Wurm. Er hat echt einen verkauft. Okay, krass. Jetzt verkauft er wahrscheinlich den zweiten. Dann upgrade ich den hier. Hol noch ein paar Crawler oder so. Hier vorne dran. So. Okay. Machen wir mal so und die Wespen sollten den Schild kriegen. Und ich will noch ein paar. Und den hätte ich noch übersetzen sollen. Mist, da war ich zu lahm. Egal, schauen wir mal. Den. Gegen den hat er jetzt nichts gemacht. Gucken wir mal, was er gegen den Rest ausrichten kann. Die Wespe mit dem Schild, die muss er jetzt halt doppelt killen. Also ich glaube, nach dem Schild resettet der Schaden vom Melting Point. Der wird ja immer höher mit der Zeit. Je länger der was trifft. Wurm hatte der jetzt gar keinen mehr da anscheinend. Aber die ganzen Melting Points mit 5 Strahlen jeweils sind halt krass.
Die machen jetzt halt auch den kleinen Scheiß gut schnell weg. Was macht man dagegen? Gute Frage. Oh je. Man könnte vielleicht Sniper machen oder so. Wenn ich überhaupt noch lebe, um das zu machen. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Okay, Geist, Tarantel, Vulcan. Ich wüsste jetzt nicht, wie irgendwas davon mir irgendwie helfen soll. Bin ich ehrlich. Der hier einfach als Tank, wo er Stufe 3 ist. Komm. Kann hier ein bisschen ablenken. Die kommen jetzt alle hier hin. Alle zusammen. Na, lass dich bewegen. Noch ein. Und ich hole tatsächlich Sniper. Zwei Stück halt nur. Das ist irgendwie erbärmlich. Was sollen die machen? Reichweite. Elektromagnetisch. Dann hier noch ein Overlord upgraden. Schild brauche ich nicht. Kann ich hier doch Schild. Rakete. Ich muss einfach schnell machen. Ja, keine Ahnung. Alter, was machst du gegen 800 Melting Points mit Multiple Strahlen? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Steel Balls vielleicht, aber die macht ja doch easy weg. Zwei Sniper, die werden mir da jetzt nicht helfen. Die sind ja schon tot. Ja, aber ich habe seine Basis immerhin gelähmt. Aber er macht uns halt trotzdem platt. Was machst du denn da? Scheiße. Naja. Das war wohl nix. Siegeserie durchbrochen. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.